Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen, meine Herren. Mein Name ist Henning Merten. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. So, ja, ich bin gerade draußen mit Charlie und laufe meine Runde. Nee, sagt mir mal die Kamera mit. Ihr habt euch tatsächlich gewünscht, dass wir so ein bisschen private drin kommt. Habt ihr recht? Ich hab mir das auch gewünscht. Mache ich jetzt auch. Ja, und ich werde euch auch aufklären, warum. Warum das so die letzten 2 Jahre ein bisschen schwierig war, alles. Das ist aber jetzt zu lange, um das jetzt ihr heute zu erklären. Ich werde das ich beim nächsten Mal machen in einem Video. Könnt ihr ruhig auch mal ein paar interessante Fragen hier unten reinhauen. Also in die Kommentare. Einfach mal ein paar coole Fragen reinhauen, die euch wirklich interessieren, was mich betrifft. Warum, wieso, weshalb oder so. Einfach mal hier unten reinhauen. Vielleicht kann ich die ganz gut erklären. Hat ja alle Gründe. So, ansonsten jetzt erstmal eine Runde mit Charlinski. Der pullert. Ja, fein. Ja, ganz cool. Ja, er macht sich übrigens sehr, sehr gut. Sehr, sehr geil. Ja, was ist heute so unser Plan? Unser Plan ist heute auf jeden Fall kurz ein bisschen Friseur. Also Denise muss zum Friseur. Ich habe gesagt, komm mal direkt mit, eben mal nachschneiden. Dann ist mir ein bisschen zu lang. Dann fängt das alles so an wieder mit Garten, mit Pipapo, mit ja, so eine Sachen halt. Die wollte ich jetzt alles so ein bisschen angehen. Ein bisschen Gartenplanung. Was steht an dieses Jahr im Garten? Was wollen wir machen? Und so weiter und so fort. Das ist heute so mein Plan. Ja, und dann richtig krass, muss ich sagen, ist, wo ich mich richtig für interessiere. Was ich richtig feier, ist tatsächlich der Hühler. Ich weiß nicht, ob ihr da das mitbekommen habt, dass sie nur meins. Ja, ich als Putzjunkie, ich bin ja so und so ein kleiner Putzjunkie. Kalt ist es heute, ey. Oh, minus 5 Grad oder so. Extrem. Sind ja schon echt spooky, wa? Boah, da steht noch ein kaputtes Auto. So alte Hangar, wisst ihr? Naja, komm. Charlie, raus mit uns. Der alte Flughafen hier. Kann man schön spazieren gehen. Ja, Charlie freut sich. So, jetzt bin ich zu Hause. Wir haben gerade Ben weggebracht in die Kita. Jetzt heißt es erstmal ein bisschen arbeiten. Ja, und ich verbinde das direkt mal mit ein bisschen Sport. Ich bin gespannt. Und zwar habe ich hier so einen neuen Rucksack von Pacama. Den werde ich jetzt mal ja, ausprobieren, auspacken, benutzen. Da ist so ein Fitnessstudio drin, sozusagen. Weißt du? So ein Fitnessstudio für unterwegs. Mal gucken. Ja, ob das was bringt und ob es Spaß macht. Aber wir hatten das ja schon mal früher und ist schon ein geiles Teil. Deswegen, da freue ich mich sehr. Kann die Spannung. Und komm, 7. Und 8. Schön Brusttraining. 9. Mega. 10. Nur noch 2. Eine noch. Und Achtung. Schön Spannung in die Brust. Mhm. Pull down. Und 2. Schön aus den Rücken. Latissimus. Eigentlich nicht für mich, eigentlich für Denise, deswegen die darf ich nicht filmen, weil die sieht ohne Haare schrecklich aus. Da würdet ihr alle einen Schock bekommen des Jahrhunderts und Video nicht mehr gucken. Deswegen sage ich das jetzt nicht. Ja. Ja, das Ding gehört die Straße. Ja, jetzt geht's ab. Das ist zum Glück ein Dorf weiter nur. Das ist ganz, ganz easy going. Also, bis gleich. Oh, jetzt ist aber hier gegen das Licht, ist ja nicht so. Wir sind jetzt bei Friseur Frau Caro. Und da lasse ich mir jetzt gleich meine Haare. Ja, Denise, das wird Zeit. Ich musste jetzt gerade übrigens meinen Pullover ausziehen, weil Denise, zeig mal bitte kurz, was du drunter hast, nur dass die Leute sehen, wie du rumrennst. Ich hab ein Longshirt drunter. Ein Longshirt, was kurz ist oder was? Nee, ein Longshirt, was ein bisschen höher. Ey, wie kann man sich so anziehen? Das ist doch nicht normal. So habe ich mich früher angezogen mit 16. Ich hab extra 5 Tage keine Haare mehr für dich gekämmt. Ja. Also wer aus dem Umkreis Barnim kommt, der kann sich gerne hier bei Frau Caro im Friseursalon. Ja, weiß ich doch. Macht dir nur Spaß. Caro Friseur. Frau Caro hört sich nicht schlimm an. Hier, schau mal. Ja. Ach, du hast hier... Von wem hast du die Kolibri-Spendenbox hier? Hat irgendeiner vorbei gebracht vor Corona? Und die da auch oder haben die wieder abgetauscht? Nee. Also die kam mal einfach und hat die ausgetauscht. Aha. Krass. So, bin auch fertig. Ja, schick. Wenn ihr dauert es noch ein bisschen, ne? Naja, wird gleich ausgespült und dann kommt im Waschbecken noch ein Gloss rüber. Und fühlst du dich jetzt filmbar? Ja, Friseur macht Miene. Zeig mal.
Friseur macht müde. Halt, ich muss sagen, zu sehr entspannt. Ja, genau. Ja, ne? Man könnte jetzt so richtig schön Mittagessen und Mittagsschlaf machen. Sehr schön. Das ist sehr schön. Ja. Aber nee, ich hab keine Zeit. So, wir haben ein paar Eier bemalt. Kann man noch erkennen? Das ist mein Ei, das ist Bens Ei. Das ist Mamas Ei hier, das ist ihr Ei. Boah, wenn wir kuscheln und der Papa bekocht. Ist nicht schön. Ja. Ben möchte nicht kochen. Ben will wie immer passen. Ja, super. Glückwunsch. Ich hätte gerne Brokkoli-Cremesuppe zum Abend. Ja, und Ben will wie immer hier sein Käse, seine Wurst und seine Gurke. Das ist alles. Das ist Bens Armbrot. Ja, das ist das. Oh, bist du ein süßer Strapputz? Hm? Ja, bist du ein ganz feiner. Ich nehme meinen Film und ich wollte hier diese Brokkoli-Cremesuppe machen. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich die hier finde. Ja? Brokkoli-Cremesuppe. Brokkoli, schreibt man das so? Ja. Brokkoli mit K, so ja. Cremesuppe. Aha, da haben wir sie. 35 Minuten. Kochvorgang starten. Ich brauche erstmal hier Rezepte. Porree haben wir nicht. Porree hast du nicht, wa? Kartoffeln und ich. Du? Brokkoli, Cremesuppe mit Brokkoli. Ja, super. Knoblauchzehe, Butter, Blumenkohl, Kartoffeln, Brokkoli, Sahne, Gemüsebrühe, Salz. Ich weiß es nicht, das ist ja schon wieder. Also Brokkoli halt da schon. Ich kann gar nichts erkennen, wa? Wenn hier was kaputt geht, ey. Oh. Ich hab jetzt mal meine Suppe püriert. Oh, heiß. Ui. So, jetzt nur noch Sahne und Creme fraiche und dann ist das schon fertig hier. Kommst du? Sehr spannend. Also aussehen tut dir richtig geil, wenn ich die jetzt hier so sehe. Mega. So muss doch eine Brokkoli-Cremesuppe aussehen, oder? Perfekt, dann wende ich die mal hier. Icke habt ihr gemacht für mich? Nee, Ben hat schon Abendbrot gegessen. Ben hat schon gegessen. Der kostet vielleicht was. Oma, Achtung, dein schönstes Lächeln aufsetzen. Ja, hier, Oma Renate, guckt von hinten zu. Ja. Ich hab lecker Brokkoli-Cremesuppe selber gemacht. Geil, wa? Thermomix macht's möglich, ja. Tatsächlich, ja. Voll geil. Bin gespannt, wie die schmeckt. Eklig! Nee, ist lecker, musst du mal kosten. Perfekt aus, oder? Charlie hat Hunger. Ja, jetzt gibt's Berlin Tag und Nacht für Oma Renate. Guckt das eigentlich noch einer, Berlin Tag und Nacht? Guckt da keiner mehr, oder? Also nicht gegen Berlin Tag und Nacht so, jeder will so gucken, was er will oder so machen, was er will, aber mich hat das noch nie interessiert tatsächlich. Ich drehe eher meine eigenen Videos. Ist hier genug Berlin Tag und Nacht. Oder, Baby? So, Charlie Linsky. Und schmeckt's? Ja, schon lecker. Was bist du denn da eigentlich, Ben? Was ist das? Film. Was? Der Film meine ich? Den Steven Carter. Ach, das ist der und Film. Die Monster und die Bären. Geht das noch ein bisschen? Wunderbar, guck. Mega. Ja, mein Baby. Nicht der allerbeste, Alter. Ich muss mal klären. Übrigens hier, Leute, wenn ihr euch eine Küche ordern solltet, bei Ruderküchen natürlich, dann müsst ihr euch auf jeden Fall erstens ein Miele holen bei Ruderküchen und auf Augenhöhe, also auf Körperhöhe machen. Macht sich viel, viel besser. Ist echt eine absolute Erleichterung, muss ich sagen. War die beste Idee. Das einzige Blöde ist hier mit der Wand, dass wir hier immer das vollkleckern. Aber das wussten wir vorher, was passiert. Das haben sie uns auch gesagt, aber gut. Können hast du schon gekostet? Nee, kann man nicht gekostet. Ich würde sagen, du nimmst den, weil hier ist ein bisschen mehr Butter drauf. Butter?
Naja, Butter soll dicke anwürzen und Zwiebeln. Da ist Butter drin? Ein bisschen. Oh, vielleicht muss bestimmt noch ein bisschen Salz dran, so wie ich mich kenne. Wie schmeckt die? Bitte. Sei mal wirklich ehrlich? Schon sehr salzig. Habe ich zu viel Salz dran gemacht? Boah, sehr salzig. Man schmeckt halt so ein bisschen noch dieses bisschen Brokkoli, dieses Pürierte. So, weißt du, eigentlich schmeckt so gut, aber die könnte schmeckt noch halt cremiger sein. Sehr salzig. Ja, die sind schon salzig. Aber ich habe mich schon gewundert, was du da rein geknallt hast. Von. Aber ich muss sagen, so an sich ist sie lecker. Aber ich habe sie verkackt ein bisschen. Aber geht, also geht noch, ist noch aushaltbar. Aber die schmeckt trotzdem sehr lecker. Ja. Bisschen cremiger hätte sie noch sein können. Ich verabschiede mich jetzt erstmal, wa? Von dem Ganzen hier. Und wünsche euch erstmal einen schönen Tag. Wir sehen uns bestimmt die Tage wieder morgen oder so. Mal gucken, wie ich Bock hab. Und dann nehme ich euch wieder ein bisschen privater mit. Könnt ihr mal quatschen, wie ihr sagt. Könnt ihr unten mal die Kommentarfunktion nutzen und Kommentare reinballern, Leute. Ballern, ballern, ballern. So, na dann. Tschüssikowski. Tschüssikowski. Tschüss.